wenn ich das Gegurke von manchen nicht da sehe, das kann man nicht für voll nehmen, sorry. Also da muss ein bisschen mehr kommen. Ich meine, manche Leute haben sich schon den Arsch aufgerissen wie der Kirsch oder so. Kann ich auch nichts sagen, aber manche Leute, da meine ich echt so, denen geht's halt am Arsch vorbei. Ja, liebe Freunde, heute Abend wieder einmal eine Vorstellung. Ich habe mit meinen Worten gerungen. Unterirdisch, lustlos, eine Mischung davon. Das war wohl sowas wie der absolute Tiefpunkt der Heimspiele in dieser Saison. So haben wir so selbst Probleme, unseren Platz 10 zu halten. Schönen Abend. Erster Tag. Trainer. Der Trainer. Indifferent. Heilbronn war gut, hat meines Erachtens nicht so gut einzeln gespielt, aber taktisch waren die sehr gut aufgestellt und wir waren froh, dass wir das gewonnen haben. Also Donnerwetter. Aber Hut ab vor Heilbronn, ne? Die kommen. Dankeschön. Wir schaffen es gegen Mannheim, der 3:1, ja. Schade, dass wir es heute verloren haben. Wäre eine super Chance gewesen, Playoffs-Plätze weiter zu sichern. Sind jetzt wieder abgerutscht, böse abgerutscht. Die Frage bleibt, hängt es am Unterlukauers Abgang, dass da noch die Nachwirkungen sind. Ich finde es wirklich schade, dass er geht. Ich finde es zu früh, dass er nach Verdacht geht. Er hätte hier wirklich was aufbauen können, aber wenn die Heimat ruft, ne, kennen wir bestimmt auch so. In dem hoffe ich, dass es bald wieder bergauf geht und dass wir diese tolle Siegeserie zwischen den Jahren anknüpfen können. Was mich heute ein bisschen wirklich geärgert hat, war das 1:2. Da sind wir eigentlich nur Begleitschutz gefahren bei dem Gegentor. Ansonsten war alles im grünen Bereich, mehr oder weniger. Kein tolles Spiel, aber hat so gepasst. Zum Thema Trainer muss ich sagen, ich finde es schade, dass er geht. Ganz ehrlich. Ich glaube, mit dem wäre was gegangen, aber ich kann es verstehen. Familie ist ein Argument. Na gut, okay, alles klar. Arme Bier, ey. Ja. Okay, alles klar.